So, willkommen, willkommen. Ich mache zur Abwechslung ausnahmsweise und eigentlich auch vor allen Dingen für den Hendrik ein Clash of Clans Video. Ist damit quasi mein 35. Und eigentlich verlege ich mich, was Clash of Clans angeht, ja so langsam Richtung Streams, weil die im Gegensatz zu den Videos zumindest geguckt werden. Aber probieren wir halt mal. Vielleicht funktioniert es ja mit einem Video doch jetzt auch besser. Und stelle fest, dass ich in den Streams aber nie dazu komme, mal wenigstens auch das Nachtdorf zu spielen. Und dann gucken wir uns halt einfach mal mein Nachtdorf an. Da gibt es immerhin die Kriegsmaschine neu und dann gucken wir uns auch die Kriegsmaschine an. Ein neues Dorf habe ich auch endlich gebaut. So sieht's aus. Gehe gleich nochmal darauf ein, warum ich es so umgebaut habe. Aber ich denke, zuerst mal starten wir einfach mit einem kleinen Kämpfchen und kriegen hier. Immer diese bösen Bauhütten, die ein ganzes Level größer sind als meine. Ich habe da so die Standardarmee, die ich im Moment spiele. Das sind viele Barbaren, ein paar Riesen, ein paar Bombenwerfer und eben die Kampfmaschine. Und der Versuch gilt eben möglichst, ja, die 100% zu machen, wie immer, ne? Also machen wir uns mal ran an die 100%, würde ich sagen. Na, Moment, da ist ein Loch in der. Na, ich bleib trotzdem bei der Truppe. Egal, ob da ein Loch ist, ich bleib trotzdem bei der Truppe, setz zwei Riesen und drei Bombenwerfer, um einfach großflächig auch jetzt, oh, ein Riesen, den muss ich ersetzen, einen Zugang zu legen in beide Richtungen in das gegnerische Dorf rein. Da kommt ein gegnerischer Barbar, den wollen wir gleich mal kontern. Die Barbaren lassen sich ja so schön reinziehen. Und dann setzen wir die Kampfmaschine zum Tanken für die Menge an Barbaren, die hier so im Lauf dann kommt. Wenn es dann gut geht, dann schaffe ich das unten und oben so weit um den gegnerischen Zerschmetterer drumherum zu kämpfen, dass die Bombenwerfer zum Schluss den Zerschmetterer erwischen können. Sieht aber nicht so gut aus. Immerhin aber das. Ra, die Bauhütte ist weg, der zweite Stern ist auch da, das ist gut, aber die Barbaren sind schon alle tot. Kommt nichts mehr. Mein Gegner ist schon fertig und durch. Ich hoffe, er verliert. Hofft man ja immer, aber 53% ist auch nicht so der Hit, muss man sagen. Okay, mal sehen, was das heißt. Eine Niederlage. Okay, na gut, dann eben Minuspokale. Und dann gucken wir gleich mal hier drauf. Starten wir mal hier den Uhrenturm mit dem Gratisschub. Und dann schauen wir mal, dass das hier möglichst schnell fertig geht. Ich kann ja nochmal das Dorf einblenden. Also ich bin immer noch hier Meisterhütte 5, ungefähr auf der Mitte. Also so langsam, aber sicher komme ich auch Richtung 6. Werde aber diesmal auf jeden Fall auch an den Mauern ein bisschen mehr arbeiten, weil die Forschung eine Weile länger dauert als sonst. Und ja, ich natürlich, solange ich noch Elixier auf Stufe 5 ausgeben kann, nicht auf die 6 hochwechsel. Auch wenn natürlich die ja, zusätzlichen Verteidigungsanlagen extrem sexy wären. Die hätte ich schon ganz gerne. Aber da müssen wir noch drauf verzichten. So, jetzt hat mir der Uhrenturm meine Truppe wieder nachgebaut, dafür gesorgt, dass ich sie kriege. Und dann wollen wir ihn auch gleich einsetzen wieder. Wir müssen ja ein paar Angriffe schaffen. So, da ist der Zerschmetterer und der sitzt wieder mittendrin. Und ich möchte natürlich von gegenüber, ich habe nur Fußtruppen, alles ist gefährlich. Also der Zerschmetterer ist gefährlich für alles, was ich habe, außer die Bombenwerfer. Und das heißt, ich müsste möglichst alles andere erwischen, außer die Bombenwerfer, außer den Zerschmetterer und muss halt irgendwie drumherum kommen mit der ganzen Truppe. Also wieder Barbaren setzen, um möglichst die Fallen auszulösen, um einfach schon mal so ein kleines Loch vorzuschlagen. Jetzt kommt gleich der Bombenwerfer dran. Haut mir das Loch in die Mauer, genau, dann können wir den Riesen ersetzen. Da oben hat er das auch geschafft. Mach nochmal, nee, der ist gestorben. Um Gottes Willen, die sind alle beide gestorben, alle drei gestorben sogar. Das klingt jetzt nicht so gut. Aber okay, schnappen wir uns gleich erstmal die Bauhütte, würde ich sagen. Da geht's rein, da auch.
Und die Barbaren laufen fleißig. Bauhütte ist klar. Zweiter Stern ist klar, aber wieder nur magere, etwas über 50%. Könnte wieder extrem knapp sein, sag ich mal. Es bleibt wieder bei einer Niederlage. Schade eigentlich, aber es ist gleich ausgebaut. Gleich nochmal, einfach nochmal draufdrücken. Die 73% knacken. Okay. Und wieder C steht der Zerschmetterer da drin. Das ist ja sehr clever mit dem Mörser direkt neben dem Zerschmetterer auf jeden Fall. Ich gehe mal von hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setzen wir mal Barbaren an. Riesen draufgesetzt. 1, 2, 3. Von den Bombenwerfern. Zweiten Riesen mitten rein. Da ist noch ein Bogenschützen feindlicher. Da können die Barbaren gleich mal angreifen. Und jetzt die Kampfmaschine mitten reinlaufen lassen. Tanken für die Barbaren. Die Barbaren ziehen hinterher. Und wenn ich jetzt Glück habe, kann ich eben rechts und links vom Zerschmetterer alles entfernen. Na, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Also links ist auf jeden Fall klar. Rechts fehlt noch einiges, sage ich mal. Noch tankt aber auch die Kampf. Oh, die Kampfrüstung hat sogar geschafft. Dabei ist er erst Level 1, ne? Ist aber extrem teuer, da das Level 2 hinzukriegen. Bauhütte. Die Prozente stimmen diesmal. Die Bauhütte kommt aber leider nicht mehr, denn er verliert seine Bombe auch, wenn er wirft und stirbt. 75% mit nur einem Stern. Da gilt dann noch mehr Daumen drücken. Das ist ja, oh ja, da haben wir einen Sieg. Na, ich würde sagen, der hat mit 17 auch voll versagt. Aber wir kriegen gleich noch einen und dann können wir uns gleich irgendwie mal, die ja, Truppe ist schon wieder fertig, gleich mal um die Verteidigung kümmern. Hier stehen zwei Zerschmetterer, Sechser Bauhütte. Ich finde es ja immer ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, aber ich kann halt nichts dran ändern, dass ich denen zugeteilt werde, habe vielleicht zu viele Pokale oder was. Schön ist auf jeden Fall was anderes noch. Okay, da sind offensichtlich Fallen, 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 massenweise. Die lösen wir gleich erstmal alle aus. Ah, da hat nicht geklappt, alle auszulösen, aber die Riesen kann ich platzieren. So, und den Rest setze ich von hinten. Mit etwas Glück komme ich von hinten auch noch rein. Und kann halt wieder versuchen, rund um den Zerschmetterer alles zu erwischen. Ja, da ist auch noch ein Zerschmetterer. Der ist natürlich jetzt gefallen, weil er das kleinere Level hat. Aber trotzdem ist der kein gutes Zeichen, sage ich mal. Der böse Flammenwerfer passt schön auf die Bauhütte auf. Zweiter Stern ist da. Truppen sind alle eingesetzt. Ich kriege aber nicht alle Verteidigungsanlagen erwischt. Und das heißt, der Bombenwerfer, der kümmert sich jetzt zwar noch um so ein paar kleine Prozente, aber sobald er in Reichweite von irgendeinem Abwehrgebäude kommt, ist auch dieser Angriff einfach ganz vorbei. Und da war es dann auch schon geschehen. 56, wieder arschknapp. Immer arschknapp, ist aber ein Sieg diesmal, weil mein Gegner nur 42 hat. Okay, Truppe ist fertig. Ich suche gleich nochmal. Vielleicht kriege ich noch einen Angriff hin. Okay. Was ist mit dem? Jetzt nur ein Zerschmetterer da stehen. Verteidigungsanlagen aber rundum verteilt. Das ist ganz clever, weil nicht so leicht erreichbar. Und da oben schenkt er mir ein bisschen was. Das nehmen wir gleich erstmal an, das Geschenk. Daran soll es nicht scheitern, sage ich mal. Und dann 1, 2, 3, 2 Riesen, 1, 2, 3 Bombenwerfer. Mal sehen, wie lange die brauchen, bis sie mir das Loch geschlagen haben. Ziehen wir noch mit einem zweiten Riesen hinterher. Da sind die Gegner, die nur von Barbaren direkt rausgenockt werden können. Die setzen wir dann auch gleich, die Barbaren. Und jetzt haben sie es nicht geschafft, bisher das Loch in die Hauptmauer zu ziehen. Doch jetzt. Dann kommt jetzt auch die Kriegsmaschine da reingelaufen, denke ich mal. Ja, er zieht gut in die Mitte.
Barbaren mit in die Mitte. Da den Bogiturm möchte ich eigentlich loswerden. Den möchte ich nicht mehr sehen. Und die restlichen Barbaren hauen wir einfach mal auf die Bauhütte drauf. Für den zweiten Stern über die 60 bin ich schon wieder drüber. Das ist gut. 69, 72. Und das war's. Aber 72 geht auch. Der dritte Sieg, sehr angenehm. Sagen wir mal, okay, nehme ich. Und dann schauen wir uns das Spielchen mit meinem einer Bauhütte mal an. Also hier ist der Zerschmetterer. Die Angriffe, die ich auf meinem vorherigen Entwurf gesehen habe, sind sehr zu häufig meiner Ansicht nach auf die 100% gegangen. In der Methode, wie ich sie auch benutze, eben rund um den Zerschmetterer alles wegnehmen und dann mit einem Schützen noch den Rest absammeln. Daraufhin habe ich alle Gebäude ein kleines bisschen um den Zerschmetterer verteilt, also Verteidigungsgebäude. In jeder Richtung ist was, sodass man eigentlich nicht aus einer bestimmten Richtung angreifen und alle Verteidigungsgebäude erwischen kann, sondern man bräuchte halt zwei Angriffsrichtungen und zwei getrennte Angriffsrichtungen, jeweils mit der halben Truppe, kommen irgendwie nicht bis in die Mitte rein. Ne? Da tankt nicht genug. Läuft nicht so gut und deswegen funktioniert das nicht schlecht. Da habe ich noch so ein kleines, hier ist der ganze Weg da rein offen, aber man wird natürlich immer wieder rausgeschmissen, wenn man da versucht reinzulaufen mit Verteidigungsanlagen, um die Riesen reinzuziehen und dann gleich wieder loszuwerden. Der zieht eigentlich auch ganz gut, kann man nicht sagen. Wir gucken uns vielleicht einfach mal so einen schönen Angriff hier aus dem Kriegslog an. Auch vielleicht den letzten, immerhin 71% hat er ja gemacht. Was macht er denn? Mein kleiner Gegner aus China. Viele Barbaren, Bogenschützen, keine Riesen zum Tanken. Na doch, jetzt tauscht er aus gegen Kanonen, okay. Doch sogar gegen Riesen. Und dann schmeißt er einfach Barbaren aus allen Richtungen ab und hofft damit darauf, dass irgendwas passiert. Das klappt natürlich mehr oder weniger schlecht. Also sämtliche Verteidigungsgebäude rundum erwischt er. Schlägt zumindest sogar auch ein Loch in die Mauer. Aber das ist natürlich schon zu spät, sage ich mal. Und dann auch noch an der Stelle, wo der Zerschmetterer ist. Und da ist dann natürlich nichts mehr. Und die Doppelkanonen mit ihren einzelnen Feldern bieten natürlich ein sehr brauchbares Abwehrfeuer. Gucken wir uns noch einen an. Ich denke, also mich interessiert es auf jeden Fall extrem, was noch einer ist hier. 75, 78, der ist extrem gut gewesen. Schauen wir den. Mal sehen, von wo der reingekommen ist. Okay, der setzt Barbaren, um das Loch halt klar zu machen. Immer noch einen und noch einen und noch einen. Es muss ja schließlich da durchgehen, aber nein. Jetzt irgendwann kommt er mit ein paar Bogenschützen. Okay, die verteilt er auch noch rundum. Verstehe ich nicht, was das für eine Verzweiflungstat war. Und jetzt erwischt er die Doppelkanonen. Okay. Hat noch 36 Barbaren über, die jetzt alle in die Mitte reinlaufen dürfen. Also da ist eine Barbarenschar dann offensichtlich doch ganz brauchbar gegen meine Art, das Dorf zu bauen, weil man halt rundum ganz viel abschnappen kann. Aber 75 gelingt mir durchaus auch oft, sodass ich da im Moment erstmal noch nicht nervös werden muss mit dem Base-Design, denke ich mal an der Stelle. Ja, das war so ein bisschen die Kampfmaschine. Ich benutze sie halt irgendwie in der, ja, ich denke, zweiten Welle zum Tanken. In der ersten möchte ich natürlich die Mauern vorher kaputt kriegen. Die tanke ich dann mit Riesen. Die Mauernbrecher. Weiß nicht genau, was ihr da im Moment benutzt. Am Ende bin ich nicht der größte Nachtdorfmeister auf jeden Fall. Aber ich kann wieder forschen. Das ist toll. Bombenwerfer. Jawohl.
Kannst du gleich starten. Und außerdem habe ich 800.000 Gold. Was ist das Teuerste, was ich dafür kaufen kann? Das kostet 900. Das kostet 800.000. Zack. Also eine Luftabwehr. Und das heißt, erst wieder in 24 Stunden. Gibt es irgendwas in 3? Könnte ich. In 7 könnte ich nochmal den Uhrenturm. Aber solange ich an der Abwehr arbeite, greife ich nicht an und lasse mir Zeit. So viel mal zu meinem Nachtdorf. Ein kleiner Blick da rein als Gefälligkeit für den Hendrik. Ich weiß nicht, ob er das Nachtdorf sehen wollte. Ich habe aber gedacht, okay, da komme ich immer nicht dazu, das auch mal im Stream zu machen. Sieht immer keiner. Kann immer jeder nur gucken, wie ich gerade ausbaue, weil in diesem Bild schlafe ich sozusagen. Mein Dorf gibt es gar nicht zu sehen. Und man spielt es ja letztendlich alleine. Und solange man sich nicht gegenseitig angreifen kann, ist es ja auch für den Stream eher ungeeignet, sage ich mal. Deswegen einfach mal so einen kleinen Blick in dem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß und bis später. Ciao.